Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, wir haben einen großen Storchen Jesus. Und er wiest sich von so viel Sieden, weil er oft so viel Kraft, er kann so viel, er lebt an zu sein. Und in Johannes 6, 35 sagt Jesus uns, dass er das Brot vom Himmel ist. Dass er das Lebensbrot ist. Dass wenn wir nur am kommen, dann schrieb wir bei ihm ein Brot, das für immer riecht, für alle Ewigkeit. Er ist die geistliche Wahrheit, die wir brücken. Ich lebe vor, wenn wir wollen, mit Gott übereinkommen, dann müssen wir jeden Tag uns Appetite bieten, in Schampfen, in dit nicht tun, in Jan für sich zu tun. Und dann irgendwann, wo wir so weit kommen, dass Gott wird sagen, so, nu hast du geschafft. Nu kann ich dir im Himmel nennen, Luther. Weißt du, das ist ganz allmählich. Kein Mensch kann mit Gescheit sein im Himmel kommen. Kein Mensch kann mit Fromm sein im Himmel kommen. Kein Mensch kann im Himmel kommen, weil es hier deibt ist. Die Bibel sagt uns dort immer wieder, der einzige Weg, dass wir zu Gott kommen, dass wir im Himmel kommen, ist Jesus Christus. Er ist das einzige Brot. Wenn wir von diesem Brot essen, dann haben wir das ewige Leben. Und wenn wir von seinem Wut trinken, heißt das Lebenswut, dann sage ich, die Bibel wird uns never mehr darstellen. Ohne Wut kann man nicht leben. Und ohne Jesus gibt es kein geistliches Leben und gibt es kein ewiges Leben. Herr Jesus, help uns, dass wir das Leben kennen. Dass du das Brot, das Lebensbrot bist. Dass du das Lebenswut bist. Herr, immer weiter für sich wie mit unserer eigenen Kraft. Und immer weiter liegt wie ohne. Und wir wollen lernen, nur die zu tschetschen, von die zu essen, von die zu nehmen, von die zu trinken, von die das ewige Leben zu nehmen. Und wir beten die Nummer, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.